Oh, war das knapp. Das war knapper als knapp, Leute. Ja, ein bisschen vielleicht. Ich würde sagen, wir verlassen diese Region in dieser hier. Denn wir haben jetzt, glaube ich, in der Toskana auch die Orte soweit hier alle abgeklappert, ne? Toskana. Ja, 6 von 6 und 1 von 1, alles klar. Dann gehen wir zur Schnellreise, denn wir haben eine wunderbare Truhe mit Geld, die auf uns wartet. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Ich wollte gerade sagen, die ist nämlich jetzt auch voll. Was nicht gut ist, dass sie voll ist. Was wir aber natürlich jetzt direkt ändern werden. Und danach brechen wir auf nach Florenz und gucken uns die anderen beiden Hieroglyphen an, die wir schon gesehen haben müssten. Die wir ja jetzt auch dann vernünftig lösen können. Und dann machen wir in der Story weiter, Leute. Dann ist es endlich soweit. So. Dann bringen wir die Federn weg. Oh, hier sind auch schon Gemälde. Also langsam haben wir aber auch schon ganz schön viele Gemälde gekauft, ne? Vier weitere Federn haben wir bekommen, das ist schon mal gut. Dann haben wir schon mal, ja, 18% ist halt nicht viel, aber wir haben 18% schon mal. So, mal gucken, ob ich mich intuitiv für die richtige Seite entscheide. Nein. Nein. Okay, immerhin nicht das letzte Siegel, was ich untersuche, ja. Hätte ich mir ja jetzt auch zugetraut. Und dann haben wir nämlich den Wert der Stück nochmal um 25 gesteigert. Was durchaus löblich ist. Dann möchte ich bitte einmal hier gucken. Einmal mit dir reden, bitte. Ich möchte einmal das Buch sehen. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ja, deswegen spreche ich dich ja an. Guck mal, wir haben schon 75%. Geschäfte passt, das haben wir alles. Ja, gut, Codex-Seiten, Federn. Federn weiß ich nicht. Federn, wie gesagt, das wird ein bisschen schwierig. Modelle haben wir noch gar keins. Immerhin haben wir schon mal die Helmschmiedrüstung komplett und die Lederrüstung. Und die Kapazität des 45.000, ja, das was wir auch abgeholt haben. Das habe ich mir schon fast gedacht. Danke für das Buch. Ich weiß, sie ist nicht begeistert davon, dass wir entschieden haben, hier zu bleiben, weil sie dadurch ja arbeiten muss.
Aber das ist mir egal. So. Wir machen jetzt eine Schnellreise nach Florenz. Dann werden wir die beiden Glyphen machen. Dann machen wir eine kurze Pause. Und dann machen wir noch ein ganz bisschen. Beziehungsweise ganz bisschen, dann machen wir in der Story weiter. Was heißt hier ganz bisschen? Dann machen wir in der Story weiter, sodass wir da heute auch noch ein bisschen was gesehen haben. Aber ich möchte jetzt erstmal mit euch ein bisschen diese Nebensachen machen. Da wir sie ja sowieso machen. Und sie für mich halt sowieso dazugehören. Ja. Mal eben gucken. Das ist einmal die Santa und einmal die La Rosa Corta und einmal die Santa Croce. Ich würde gerne wissen, wo die ist. Ich glaube, das eine war das hier. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich möchte mir immer den markieren, damit ich da einmal hinkomme. Weil dann können wir da ein bisschen uns orientieren. Ich weiß nicht genau, welche Gebäude das sind, leider. Aber wenn wir an einem entsprechenden Gebäude vorbeikommen, müsste uns das ja eigentlich angezeigt werden, ne? Ja, hier waren wir schon, okay. Ah, wir hätten die Glyphen gleich machen sollen, als wir da waren, weil jetzt suchen wir die nämlich. Ich hab doch nichts getan. Ja, dann geh doch mal von mir weg, Mann! Ja, ich hab's halt eilig, Leute. Ja, Leonardo, ich komme nachher auch noch zu dir. Seid gewarnt, meine Freunde. Er tötet zum Vergnügen. Ohne Sinn und Verstand. Ihr passt auf, wo ihr hingeht. Hast du nicht gesehen, dass da eine Gewalt ist? Hier wird mir auch nichts angezeigt. Wie ein Geschwür zerfrisst er langsam alles, was uns lieb und teuer ist. Ist das hier so ein Ding mit einer Glyphe?
Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Kann man das nicht nachgucken? Warte mal, wo ist denn hier die Datenbank? Orte. Das hier ist auf jeden Fall eine Kirche. An einer Stadtmauer, das könnte die hier sogar sein, ne? Nee, es kann nicht die hier sein, weil die hat nicht den Hof. Die hier ist es. Da muss ich hin. Einfach mal so auffällige Gebäudestrukturen. So. Sich angucken, ob da irgendwo was Auffälliges ist oder nicht. Ohne Sinn und Verstand. Ihr könntet der Nächste sein. Oder euer Vater, eure Töchter. So vielfältig sind die Verfehlungen dieses Mannes, dass derjenigen eine großzügige Belohnung winkt, der ihn in einen Topf bei der Stadt. Ich töte alle, die hier durch wollen. Ja, ich will in die andere Richtung. Geh woanders hoch. Und du solltest aufpassen, wen du anmoserst. Die habe ich schon. Dann kann es auch die hier sein. Da ist auch so ein Innenhof. Wie komme ich jetzt hier runter wieder? Ja, ist zwar nicht so elegant gewesen jetzt, aber. Aber ausreichend okay. Bleib weg, du Mörder! Ja, ich will doch auch. Ist es nicht das hier? Also das andere? Ja, ist egal, wir gehen jetzt erstmal dahin. Weil ich glaube, das wird mir angezeigt werden, wenn es das hier wäre. Ja, an dieser hier bin ich ja schon öfter vorbeigelaufen, ne? Bitte verschont mich, Herr. Ja, ich tu dir nichts. Alles gut. Ah. Also durch Mengen sprinten ist
nicht einfach irgendwie. Guten Tag, die Herren. Etwas, Freund. Okay, ich habe mir mal den Ort gefunden. Also die Glyphe finden, ne? Den Steckbrief von mir sehe ich sofort da hinten. Wenn ich die Glyphe verstecken müsste, ja. Ich hätte sie hier zwischen getan, aber offensichtlich nicht.